Ein schöner, langer Predigttext, der Bericht vom Sündenfall. Wir haben das noch im Ohr und ich glaube, die allermeisten von uns kennen diese Geschichte auch gut. Gestatten Sie mir am Anfang einen rassistischen Witz. Man sagt so, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, dann wäre uns der ganze Schlamassel erspart geblieben, weil die hätten die Frucht liegen lassen und die Schlange gegessen. Aber nun im Ernst. Ich habe als Einleitung etwas gefunden, was ich Ihnen gerne mal vorlesen wollte von Dietrich Bonhoeffer. Ein Kommentar zu unserer Bibelstelle. Angeregt durch die neutestamentliche Erklärung der Geschichte vom Fall des Menschen fanden Jahrhunderte hindurch Ausleger und Prediger in 1. Mose 3 letzte Antworten über Leben und Tod, Sünde und Gnade. Heute gilt es als wissenschaftlich und modern, den Text zu entleeren und in ihm nur historisch gemeinte Herkunftserklärungen zu finden, die begründen sollen, weshalb die Schlange auf dem Bauche kriecht, warum zwischen ihr und dem Menschen Feindschaft herrscht, warum die Frau mit Schmerzen durch Schwangerschaft und Geburt muss, warum der Acker Dornen und Disteln trägt, der Mann hart arbeiten muss und die Menschen Kleider tragen. Diese sogenannten modernen Ausleger überlassen es Autoren wie Karl Marx, Sigmund Freud und Martin Heidegger, über die grundlegenden Möglichkeiten menschlichen Daseins zu reden. In Wirklichkeit aber finden sich befriedigende Antworten auf die großen Fragen der Menschheit, auf die Fragen nach Erkenntnis, Tod, Geschlechtlichkeit und Geburt, auf die Fragen nach Schmerz, Arbeit, Hunger, Kleidung und Sorgen und Sein zum Tode nicht bei den genannten Autoren und ihren Schülern, sondern in dem biblischen Bericht vom Sündenfall. Ich finde das sehr gut auf den Punkt gebracht. Dieser Text hier hat eine unglaubliche Fülle an Weisheit, an Erkenntnis, an Offenbarung, die Gott uns zukommen lassen möchte. Und wenn ich heute ein bisschen darüber predige, dann kann ich natürlich nur an der Kruste schaben. Und ich habe mir 3 Punkte rausgesucht, aber man könnte im Grunde über jeden dieser Verse mindestens ein Wochenendseminar halten. Nun denn, Mut zum Weglassen und Mut zur Kürze. Der Text endet damit, dass gesagt wird, dass der Mensch nun, und ich will von hinten nach vorne auslegen, nicht mehr im Paradies ist, sondern dass das Paradies ihm verschlossen ist und er ohne diese direkte Nähe Gottes leben muss. Der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Und wenn manche Leute gegen Gott argumentieren und sagen, wie kann es sein, dass die Christen von einem barmherzigen, liebenden Gott reden, wenn doch in dieser Welt so viel Leid und Unrecht ist, das ist doch ein Widerspruch in sich. Entweder Gott ist nicht allmächtig, dass er nichts daran tun kann, oder er ist nicht barmherzig, weil er all das zulässt. Dann ist das ein Argument gegen ein bestimmtes Gottesbild, das nicht das Gottesbild der Bibel ist. Denn hier in diesem Text wird uns ja gerade erklärt, warum der Mensch so leben muss, wie er lebt und warum es dennoch einen barmherzigen, liebenden Gott gibt. Die Antwort auf diese Frage liegt darin, dass Gott uns nicht als Roboter oder als Marionetten geschaffen hat, sondern als ein Gegenüber, das frei ist zu entscheiden, ob es mit Gott leben will oder nicht. Echte Liebe, auch zwischen Menschen, kann nie auf Zwang beruhen, nie darauf, dass einer ja nicht anders kann, als den anderen zu lieben, sondern hat immer mit Freiwilligkeit zu tun und der freien Entscheidung füreinander. Und so hat Gott dem Menschen auch die freie Entscheidung gegeben.
ihm zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein oder das Gegenteil zu tun. Und die Menschen haben sich entschieden. Gott hat ihnen die Konsequenzen vorher genannt. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr des Todes sterben. Und wenn es nun Leute gibt heutzutage, die sagen, wir sind ja alle kleine Sünderlein, wir haben ja gerade Karneval und kommen doch in den Himmel rein. Theologisch nennt sich das die Allversöhnungslehre. Dann geht das auch wiederum haarscharf an der Wahrheit vorbei. Denn wenn wir in diesem Text sehen, dann merken wir, dass unsere Entscheidung zählt für Zeit und Ewigkeit. Und wer das leugnet, der nimmt weder Gott in seinem Wort ernst, noch den Menschen in seiner Entscheidung. Wenn das mit der Allversöhnung, also dass sowieso jeder in den Himmel kommt, stimmen würde, dann hieße das ja in etwa, um es in einem Bild zu sagen, Gott legt dir Äpfel und Birnen vor. Und er sagt, entscheide dich, Mensch, willst du Äpfel oder Birnen? Und wenn du den Apfel nimmst, kriegst sowieso die Birne. Egal, ob du dich für Äpfel oder Birnen entscheidest, du bekommst die Birne. Egal, ob du dich für Heil oder Verlorenheit entscheidest, du bekommst das Heil. Nein, so ist es nicht. Gott betrügt uns nicht. Gott macht keine Spiegelfechtereien mit uns, sondern er nimmt uns sehr ernst und er nimmt uns bei unserem Wort. Ist das gerecht? Ist das ein gerechter Gott, der dem einen vielleicht ganz, ganz viele Chancen gibt, zum Glauben zu kommen, dem anderen kaum? So kann man ja fragen. Wenn wir in diesen Text gucken, dann merken wir, die Gerechtigkeit setzt schon viel früher an. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esset, dann werdet ihr noch heute des Todes sterben. Und wenn Gott nur gerecht wäre, nur das täte, was er gesagt hat, dann wäre die Menschheitsgeschichte an jenem Tag ganz schnell zu Ende gewesen. Dann wären Adam und Eva, bevor es Abend geworden wäre, an dem Tag des Sündenfalls gestorben. Und uns alle hätte es nie gegeben, denn wir sind Nachkommen von Adam und Eva. Aber weil Gott nicht nur gerecht ist, weil Gott auch barmherzig ist und weil Gott den Menschen liebt, hat er damals schon Gnade walten lassen. Hat sie nicht getötet, sondern hat ihnen noch ganz viel Zeit gegeben. Dadurch haben sie Kinder bekommen und die haben Kinder bekommen und die auch und die auch und die auch. Und deshalb sitzen wir heute hier. Dass wir überhaupt hier sitzen, dass wir überhaupt leben und atmen können, das ist nicht nur Gerechtigkeit. Nein, wenn es um Gerechtigkeit ginge, hätten wir das alle gar nicht verdient, sondern das ist Barmherzigkeit, Gnade Gottes. Und die Barmherzigkeit Gottes und dieses Zusammengehen von Gerechtigkeit und Gnade, das setzt sich fort, wenn wir in unserem Text weiter nach vorne gehen. Und wir entdecken etwas ganz, ganz Kostbares hier, nämlich eine geheimnisvolle Prophetie, die über Jahrtausende gar nicht richtig verstanden wurde, sondern die erst vor 2000 Jahren in ihrer eigentlichen Bedeutung den Menschen offenbart wurde. Ich habe Ihnen diesen besagten Vers, der in unserem Kapitel steht, einmal abgedruckt. Er ist auf dem Liedblatt, so schräg zu dem Lied, das ist mein König. Also 1. Mose 3, Vers 15, Gott sagt zur Schlange, also zum Teufel, nachdem diese Katastrophe passiert ist, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die jüdische Auslegung dieses Verses besagt, das, was hier beschrieben und vorhergesagt wird, das wird in den Tagen des Messias geschehen. Die christliche Auslegung dieses Verses
Und da sind sich die bibeltreuen Ausleger alle Jahrhunderte völlig einig, sagt, hier ist von Jesus die Rede. Der Same der Frau, also ihre Nachkommen, findet in einer Einzelperson eine bestimmte Konkretisierung. Und das Wort Same, das kann hier auch Einzahl sein. Und da heißt es, dass dieser eine dem Teufel den Kopf zertritt und der Teufel diesem einen als Schlange in die Ferse sticht. Wenn einen eine Giftschlange in die Ferse sticht, dann piekst das nicht nur unangenehm, sondern dann stirbt man. Genau das ist geschehen, als Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns sein Leben geopfert hat und getötet wurde. Und zugleich hat dieser Tod, weil er stellvertretend war, weil er das für alle Zeiten gültige Opfer dargebracht hat, das Gericht über den Teufel und seine Entmachtung bedeutet. Hier im dritten Kapitel der Bibel, ganz früh, finden wir das ganze Evangelium. Die Botschaft, dass Jesus gekommen ist und den Teufel entmachtet und besiegt hat. Mit dieser größten Problemanzeige, die Menschheit ist gefallen und hat die Nähe Gottes verloren, liefert Gott zugleich seine Lösung des Problems, seine Antwort. Es wird einer kommen, der wird das rückgängig machen. Der wird den Teufel zermalmen, indem er sich opfert. Die Ausleger nennen diesen Vers das Prot-Evangelium. Prot vom Griechischen das Erste. Das erste Mal in der Bibel wird hier das ganze Evangelium gesagt. Und der Weg gezeigt, wie Gott gerecht sein kann. Jawohl, die Strafe für die Sünde wird vollzogen. Und barmherzig, aber er nimmt sie selber auf sich. Er tut alles, damit wir leben können und damit wir frei sein können von unserer Schuld und nicht mehr unter dem Einfluss der Macht des Teufels stehen. Im Zusammenhang dahin möchte ich auch auf Vers 21 hinweisen, ein ganz kostbarer, beinahe zärtlicher Vers. Da heißt es nach all dem, was die Menschen da verbockt haben und als sie gemerkt hatten, dass sie nackt waren, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Gott, der Herr, bekleidet nach dem Sündenfall Adam und Eva. Er zieht sie an, wie Eltern ein kleines Kind anziehen, dass das noch nicht kann. Wie ein Altenpfleger einen alten Menschen anzieht, der das nicht mehr kann. Als Diener, als Helfer, voller Liebe und Zuwendung. Gott hilft seinen Menschen trotz der Sünde und er liebt sie. Und er benutzt Felle dazu. Wo kommen die denn her, diese Felle? Damit Felle zur Verfügung standen, mussten Tiere sterben. Gott hat Tiere geschlachtet, um ihnen das Fell abzuziehen und daraus Mäntel zu machen für Adam und Eva. Das erste Opfer, dass Sünde bedeckt werden kann, steht hier ein wenig kodiert. Aber wer das Neue Testament kennt, der kann es entschlüsseln, dass Sünde bedeckt werden kann. Das geschieht durch ein Opfer, dadurch, dass unschuldiges Blut fließt. Und das, was hier angedeutet wird, das hat seinen Höhepunkt in Jesus gefunden. Von vornherein finden wir also in diesem dritten Kapitel der Bibel nicht nur die Katastrophe der Sünde, sondern auch Gottes rettende Hilfe in Jesus. Und nun wollen wir noch ein bisschen gucken, wie der Teufel denn agiert. Es ist ja so, wir sind auch diesem Sündenfall unterworfen, jawohl. Jesus hat aber für uns schon
den Teufel besiegt. Er ist ein besiegter Feind. Aber wir haben immer noch mit ihm zu tun, weil er immer noch versucht, uns zu Fall zu bringen mit seinen Versuchungen, mit seinen Verlockungen, mit seinen Lügen. Und nur wenn wir uns auf Jesus stellen und sagen, wir sind aber frei in Jesus vom Teufel. Weiche hinter mich, Satan, wie Jesus es mal selber gesagt hat. Und wenn wir uns stellen auf dieses Buch hier, das Buch der Wahrheit, die Heilige Schrift, die Bibel, dann können wir bestehen und sind immun gegen das Locken des Teufels. Schauen wir mal an, wie er es hier macht. Und ich will dieses Manipulieren des Teufels, dass er versucht, die Menschen dazu zu bringen, die Frucht zu essen, vergleichen mit dem Teufel Alkohol. Wenn man das biblische Zeugnis zum Thema Alkohol anguckt, dann findet man darin, dass Alkohol durchaus erlaubt ist zum Genuss. Christen dürfen Alkohol trinken, aber sie dürfen nicht so viel Alkohol trinken, dass sie die Kontrolle verlieren, auch nicht ansatzweise. Christen dürfen nicht so viel Alkohol trinken, dass sie Dinge tun und sagen, die sie im nüchternen Zustand nicht machen würden. Aber wenn das nicht geschieht, dann ist es durchaus in Ordnung, in einem gewissen Maß. Ich meine hier kein Biermaß, sondern eine Obergrenze, die bei jedem anders ist, Alkohol zu trinken. So, nun gucken wir uns mal an, warum ich diesen Vorspann gegeben habe. Wenn wir uns die Strategie des Teufels angucken. Ich lese uns nochmal Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Ich sage Ihnen, der Teufel ist sogar intelligenter als wir. Deswegen lohnt es nicht und ist es nicht hilfreich, mit ihm zu diskutieren. Der redet uns unter den Tisch, wenn wir uns mit ihm einlassen. Das ist vielleicht der erste Fehler, den Eva hier macht. Sie redet überhaupt mit ihm. Und der ist mittlerweile noch sehr viel besser geworden, der Teufel. Denn mittlerweile hat er mindestens 6000 Jahre Menschheitsgeschichte überlebt und reichlich Menschen verführt. Und der ist nicht nur hochintelligent, der hat auch kräftig Erfahrung darin, Menschen reinzulegen. Also lieber nicht mit ihm diskutieren, auch nicht in Gedanken. Und dann sagt er, Gott hat gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Hat Gott gar nicht gesagt. In Wirklichkeit hat Gott gesagt, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nichts essen. Von jedem anderen Baum des Gartens darfst du essen. Also, der Teufel, der verschärft das Gebot Gottes. Der sagt, ihr dürft ja gar nichts essen. Das heißt eigentlich, ihr müsst ja verhungern. Gott ist gemein. Gott enthält euch diese Frucht vor. Gott gönnt euch nichts. Der Teufel verschärft das Gebot Gottes, um es zu torpedieren. Auf den Alkohol bezogen hieße das, ihr dürft gar nichts trinken. Als Christen dürft ihr nichts trinken. Und außerdem sollt ihr sowieso kein Vergnügen haben. Gott gönnt euch nichts. So agiert der Teufel auch heute. Dieses Einreden, dass Gott den Christen nichts gönnt, dass das Leben der Christen eigentlich nur aus frommem Gebet und auf dem Sitzen aus harten Bänken besteht, aber keinerlei Lebensfreude beinhaltet, das denken viele Christen heute auch noch und viele Nicht-Christen sowieso, weil sie auf die Einrede des Teufels gehört haben. Gott gönnt uns die Fülle des Lebens. Seine ganze Schöpfung hat er für uns gemacht. Genieße das Leben, steht im Predigerbuch. Und also würde er hier sagen, kein Tropfen Alkohol. Das hat Gott nie gesagt. Er hat nur gesagt, trink nicht so viel, dass du damit andere und dich
kaputt machst. Okay, gucken wir weiter seine Strategie. Die Frau antwortet jetzt. Sie korrigiert jetzt zunächst den Teufel, sie diskutiert also mit ihm. So schlimm ist Gott ja gar nicht, sagt sie. Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Stimmt. Und sollt sie auch nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das heißt, die Frau verschärft das Gebot Gottes auch gleich mal. Warum tut sie das? Vielleicht ist das ein Versuch, sich selbst so zu disziplinieren, dass sie nicht in die Versuchung kommt. Das nennt man im christlichen Bereich Gesetzlichkeit. Man nimmt nicht nur das Gebot Gottes, sondern man verschärft es gleich, man erhöht es gleich. Es geht aus der Bibel hervor, dass wir nicht unabhängig von unserer Ehe sexuellen Kontakt zu anderen Menschen haben soll. Was steht da drin? Aber es gibt christliche Kreise, in denen wird das so streng gehalten, dass Männer und Frauen nicht mal in einem Raum gemeinsam sein dürfen, dass es bestimmte Kleidervorschriften gibt, damit es nur nicht verführerisch wirkt. Der Zaun wird viel höher gezogen, als er eigentlich von Gott gedacht wird. Und spätestens die nächste Generation, der man diese Gesetze auferlegen will, die bricht sie und bricht damit das Gesetz Gottes gleich mit, weil sie nicht gelernt haben, das zu unterscheiden. Und wenn sie das ihre Kinder lehren, auf keinen Fall Alkohol, das ist verboten, dann ist die Versuchung, es doch zu tun und dann gleich kräftig zu saufen, viel höher, als wenn sie einen vernünftigen Umgang damit lehren. Weiter. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Das übertragen auf den Alkohol bedeutet, das, was du erlebst, wenn du mal richtig hackevoll, ich weiß auch nicht, warum die da meinen Namen eingesetzt haben, wenn du mal richtig hackevoll bist, das ist so großartig, das wirst du nie vergessen. So ein alles sprengendes Ereignis wird das sein. Völliger Quatsch. Es ist einem danach nur hundsübel und man hat Kopfweh. Aber der Teufel redet einem sowas ein und so weiter und so fort. Und als dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Sünde begangen ist, weil die Eva und der Adam gleich mit, der hat nur noch die Klappe aufgekriegt, aber locker mitgesündigt, weil sie Gott misstraut haben, dann nehmen sie die Schuld auch nicht auf sich, sondern sie entschuldigen sich. Erstmal bauen sie sich selber Röcke. Gott kommt ja nachher mit dem Fell, das ist ein anständiger Mantel. Aber die machen sich was aus Blättern. Nicht besonders effektiv, irgendwie auch ein bisschen lächerlich. Und auf Anfrage, hast du gesündigt, Eva? Sagt sie, nein, genau, Adam wird erst gefragt. Hast du gesündigt? Er sagt, nein, also ich habe nicht die Schuld, meine Frau hat die Schuld. Eva wird gefragt, hast du gesündigt? Sie sagt, nein, nein, die Schlange hat die Schuld. Das kenne ich so bei kleinen Kindern, wenn die was angestellt haben und stehen da in so einem Pulk herum. Dieter, sage ich jetzt mal. Dieter, was hast du da gerade gemacht? Ich war das nicht, er war das. Der Nächste, der sagt, ich war das nicht, er war das. Genau so verhalten sich kleine Kinder und Adam und Eva und wir auch manches Mal, wenn wir sagen, ja, ich habe es ja auch nicht leicht gehabt, deswegen musste ich sündigen. Oder das liegt jetzt nicht an mir, sondern meine Eltern haben mich so geprägt. Oder ich musste das und das tun, weil ich bin nie so richtig geliebt worden. Die Schuld weiterzureichen, nicht die Verantwortung übernehmen für das eigene Leben, das ist nicht der Weg Gottes. Das ist ein durch und durch sündiger Weg, der uns auch nicht weiterhilft. Wissen Sie, so der Klassiker ist ja, wenn ein Kind missbraucht worden ist, dass man dann in der Biografie des Täters oft findet, dass der schon als Kind missbraucht worden ist. Und vor Gericht wird dann oft argumentiert, der konnte ja gar nicht anders, der war ja selber missbraucht.
Ja, der hat es vielleicht schwerer gehabt. Aber es gibt viel mehr Menschen, die als Kinder missbraucht worden sind und die nicht wieder Missbraucher geworden sind. Und wir alle haben unsere Belastungen. Und wir können uns darauf zurückziehen, wir können ja nicht anders sein und tun, als wie wir es sind, weil das doch in unserem Leben gewesen ist. Aber wir können auch sagen, jawohl, ich habe diese Verletzung, diese Beeinträchtigung. Aber ich entscheide mich heute, es anders zu machen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich übernehme Verantwortung für meine Entscheidungen. Und ich will sie tun im Lichte Gottes. Und wenn wir also jetzt klüger geworden sind, dadurch, dass wir uns mit dem Text beschäftigt haben und nicht mehr so leicht auf die Versuchungen des Teufels hereinfallen, dann ist das natürlich gut. Aber wir werden trotzdem immer wieder auch fallen. Wir werden trotzdem immer wieder auch im Nachhinein denken, da bin ich ihm wieder auf den Leim gegangen. Und da ist es gut, dass wir diesen Vers haben. 1. Mose 3, Vers 15. Und wissen, wenn wir schuldig geworden sind, können wir damit hingehen zu Jesus. Und der ist treu und gerecht, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Und er vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und damit, liebe Brüder und Schwestern, können wir siegreich sein über die Schlichen des Teufels. Wenn wir nicht mit ihm diskutieren, wenn wir uns auf Jesus stellen und auf seinen Sieg über den Tod, wenn wir das Wort Gottes kennen und damit die Wahrheit und sofort merken, wenn der Teufel uns belügen will in unseren Gedanken, und dann, wenn wir gesündigt haben und es merken, uns nicht rechtfertigen und es nicht verstecken, sondern damit gleich zu Jesus gehen, sagen, vergib mir, mach mich frei davon, verändere mich. Dann können wir siegreich sein, immer mehr gegenüber den Schlichen des Teufels. Ich möchte jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen, in dem ich Gott bitte, dass er Ihnen zeigt, dass er uns allen zeigt, wo wir gerade aktuell dem Teufel ein bisschen auf den Leim gegangen sind, wo wir uns von ihm in eine Diskussion verwickelt haben lassen, wo wir versucht sind, dass er uns das zeigt. Dann gebe ich Ihnen eine Minute Zeit zu beten, auf Gott zu hören. Und dann bitte ich Jesus, dass er uns befreit und dass er die Lüge des Teufels in unserem Hirn ersetzt durch seine Wahrheit. Also, ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus, wir alle sind Zielobjekte des Teufels. Uns alle will er gerne von deinem Weg abbringen. Uns allen will er ein Misstrauen gegenüber dir in unser Herz setzen. Und wir kennen das, wir kennen dieses Reden, wir kennen diese Worte des Misstrauens, die plötzlich da sind. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt zeigst, wo wir aktuell einer Lüge des Teufels glauben, wo wir Misstrauen in uns einpflanzen haben lassen, wo wir begonnen haben, dir ein kleines Stück zu misstrauen, weil wir nicht recht glauben wollen, dass du es einfach nur gut mit uns meinst. Herr, bitte zeig uns, wo wir dem Teufel auf den Leim gegangen sind, wo wir uns von ihm haben einwickeln lassen. Lieber Herr Jesus, du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Der Teufel ist ein Verlierer. Du hast ihm die Macht genommen. Das bekennen wir. Du bist der Sieger. Und du befreist von den Ketten der Sünde. Du befreist von den Ketten der Manipulation und der Lüge. Und ich bitte dich jetzt, dass du alle die etwas erkannt haben in ihrem Leben, wo Dinge schiefgelaufen sind,
dass du die befreist davon, dass du die Ketten sprengst und die Lügen des Teufels, die sich festgesetzt haben, ersetzt durch deine Wahrheit. Du bist der Sieger. Amen. Wir singen jetzt.